Die Bilder von der brennenden Kathedrale in Paris berühren in dieser Woche nicht nur die Franzosen. Aus aller Welt kommen Worte des Mitgefühls. Vor allem in Europa ist die Anteilnahme groß. Notre Dame ist vielen mehr als eine Kulisse für schöne Urlaubsfotos. Das Meisterwerk gotischer Baukunst wird als Stück europäischer Geschichte, Kultur und Identität begriffen. Man muss nicht einmal religiös sein, um hier Betroffenheit zu spüren. Die große Solidarität gibt neue Kraft. Und diese werden die Franzosen auch brauchen, wollen sie Notre Dame wieder aufbauen. Das wird freilich länger dauern als jene 5 Jahre, die Präsident Macron im ersten Überschwang der Gefühle versprochen hat. Am Ende wird es wohl Jahrzehnte brauchen. Unmöglich ist das Unterfangen aber natürlich nicht. Man erinnere sich nur an den Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden. Auch hier hat eine groß angelegte Spendenaktion neuen Glanz erschaffen. Vorerst aber bleibt als Trost, Europa hält zusammen. Es steht zu seinen Symbolen und damit auch zu seinen Werten. Das ist in Zeiten von Brexit, Handelskriegen und gehemmter europäischer Integration auch einmal eine gute Nachricht.